Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, ich wurde Gott sei Dank mal aufgeklärt. Und zwar, wie immersiv, wie die Projektoren funktionieren. Und zwar, für die, die es auch nicht wissen, so wie ich, ich habe immer gedacht, man muss den einfach nur daneben legen, wie so ein Wrench von GT. Nein, ist es nicht so. Sondern ich gehe jetzt hier hin und sage jetzt, ich will den Squeezer haben. Ja, und jetzt habe ich den Squeezer hier in meinem Buch drin. Jetzt mache ich einfach das Buch zu. So, gehe an den Table, sage dem Projektor und dem da. Und ich habe jetzt das Display Instruction for Making Squeezer. Also, das ist kein Bug, sondern das ist so gewollt. Ja, und jetzt kann ich dann hier sozusagen den aufstellen. Oder wieder wegmachen. Sehr schön. So, der Squeezer kommt hier auch noch irgendwann hin. Wie ich das genau mache, weiß ich nicht. Diesen Fehler, ja, da war der Fehler wieder vor der Tastatur gesessen. Und zwar, wenn ich lesen kann, ist klar im Vorteil. Also sozusagen mal hier den Ausgang. Da, wenn man einfach eine Kiste davor klatscht, kommt es raus. Und wenn man dann das Buch auch zu Ende gelesen hätte, wäre dort gestanden, nicht oben rausnehmen. Klar, aus dem Schlot wollte ich den Dampf entziehen. Nein, da gibt es hinten dran auch noch einen. Und da habe ich jetzt ein einfaches Rohr rangeklemmt. Sieht man auch da hinten gerade. Und schon braucht man nicht mal mehr eine Pumpe. Und schon wird das alles hier reingepfercht. So, dann habe ich hier auch noch gleich einen Tunnel gebaut, dass ich hier rüberkomme. Ich habe jetzt Gott sei Dank eine Pumpe übrig. Das muss ich jetzt gleich mal so machen. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Falls ich jemals die Pumpen finden sollte. Da ist sie. So, jetzt muss ich dahin. Und jetzt muss ich mich dann nochmal dann da durchbuddeln. Und dann hier noch einen Anschluss legen. Dann habe ich nämlich auch Wasser und dann könnte ich auch noch einen Tank bauen. Und den auch noch mit Wasser befüllen. Da haben wir schon mal das. So, wir legen uns hin. Wobei, ich brauche eine. Moment. Das da und das da. So, 3, das heißt das da, das da, das da, das da. Das da war mal wieder Schwachsinn meinerseits. 1, 2. So, haben wir. Jawohl. Und wir haben den Tank. Und dann heißt es jetzt für mich, hier habe ich dann den Output. Und der Lever kommt dann hier hin. Dann brauche ich jetzt nur noch die Pipes, dass ich dann da rüberkomme. Und den Stromanschluss. Nicht mehr, ist doch ganz einfach. Habe mal wieder nicht ausgemacht. Okay, und dann brauche ich jetzt das da.
Jetzt mache ich ihn aber aus. Und wir brauchen noch mehr Pipes. Dankeschön. Alles klar. So, das heißt, ich komme jetzt hier an. Jetzt werden wir es gleich sehen, ob ich es richtig mache. So. Jawohl. Aber dann kann ich zumachen. Kann ich da mit dem Hammer draufhauen? Ich brauche einen Output. Ich habe, glaube ich, noch, brauchte noch zwei Kabel und drei von den komischen Dingern. Einmal Input, einmal Output, einmal Input. Ich habe natürlich keine drei mehr. Habe ich noch Terrakotta durchgejagt? Jawohl. Habe ich schon mitgekriegt, dass er ausläuft. Drei Stück davon. Danke, bis schön. So. Müsste jetzt passen. Schauen wir mal, ob wir es jetzt zum ersten Mal vollkommen hinkriegen. Wobei, ich teste ja auch gerade zum ersten. Na, was habe ich vergessen? Am Wasser habe ich noch nicht gemacht. Aber ich glaube, der muss drunter. Also so sein wie bei den anderen halt auch. Wenn nicht, let's fail weiter. Das ist der Hunderttausender. So. Also. Dann kommst du jetzt dahin. Hast hier den Input. Dann kann ich jetzt hier alles zumauern. Das machen wir weg. So, dann kommst du dahin, du kommst dahin. So, Output. Du kommst dahin, du kommst dahin. Und jetzt wird es interessant. So, das heißt, du kommst jetzt dahin. Und funktioniert's? Jo! Ihi. Supi. Also, jetzt haben wir auch Wasser. Schön in die Tanks abgefüllt. Das ist nicht der mittlere. Der mittlere ist der. Und da kommt die Fackel hin. Perfekt. Hat man das mit dem Tank von Anfang bis Ende funktioniert. Ich bin zufrieden. So, dann haben wir jetzt das auch, das Terrakotta schmeiße ich jetzt hier rein. Genau, und zwar, wir wollten mit den Bienen weitermachen.
Quests. Und zwar, ich brauche die Bees. Und zwar brauche ich den. Wie heißt das, der Mod? Gendistry. Da ist mal wieder die Fallhöhe bei mir sehr hoch. Ein Study Casing brauche ich 8 Bronze. Dann nicht ein Forestry, aber das ist jetzt dann einfach hier. So, Steady Casing. Doch, ist Forestry. Okay, will ich Forestry. Dann brauche ich Bronze Gear. So, dann brauche ich aber das da, das da. Das heißt, ich brauche jetzt die. Den da habe ich noch 5 Stahlplatten da drin. Noch 5 Stahl da drin. Bin froh, dass das Ding da ist, dass die Kiste da ist. So, wir schmeißen noch mal 5 Eisen rein. Der ist auch durch. So, wir schalten dich an. Machen wir mal 5 Platten. So, 4 Bronze-Ingots, also ich brauche 8. Das heißt, ich kann rausnehmen. Muss sie hier reinschmeißen. Krieg bitte das Gear Solid. Klicken wir drauf. Gut, mach mal zu. Und wir räumen es auf. Also, das heißt, ich habe jetzt Gear, Casing, Pisten, Pressure. Also, das heißt, ich brauche jetzt 5 Bronze, 2 Gold. Ich glaube, ich brauche einen Redstone, oder? Nein, zwei. Okay, dann habe ich den Pressure. Ach, ich habe die Scheibe nicht da. Gehen wir nach vorne. Brauche ich jetzt eine oder zwei? Eine. So, Hammer. Dann noch meine 4 Glas, die sind da hinten. Gehen wir uns erstmal schnell hin. Oh mein Gott, ey. Ich lasse es in meinem Inventar, nicht, dass jetzt das andere Zeug aufräumt. So, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Den Pisten vergessen.
Und kriege ich ihn rein. Jawohl. Und den Pisten. Und ich habe meine Industry. Dingsbums. So, wir räumen auf. Davon zwei und ein Kabel. Und wir gehen nach oben. So. Jetzt gehe ich wieder nach unten. Aber das dürfte kein Problem sein, weil den dürfte ich noch in der Box haben. Genau, 11er Capacitor. Nein, ich nehme noch ein zweites Kabel und ein Reling auch noch mit. Sicher ist sicher. Das ist das erste, was wir jetzt machen, ist erstmal das Ding dahin machen. Sagen, das ist der Input. Anklatschen. Aufmachen. Gehst du raus. Und gehst du dahin. Gehst du auch raus. So, wenn ich dich jetzt dahin mache. Dahin machen, dann kommst du jetzt dann dahin. Perfekt. Was, wenn ich jetzt dann da durchrenne, kriege ich erstmal einen elektrischen Schlag. Hurra. Okay. Dann heißt es jetzt für mich, ich brauche jetzt hier 1, 2, 3. Drei Stück kommen weg. Erde habe ich einstecken. So. 1, 2, 3. 4, 5. Okay, dann haben wir das dabei. Dann nehme ich mir auf jeden Fall mal die damit. So, auch die nehme ich mir mit. Glückwunsch. Ich habe zu viel Scheiße wieder einstecken. Den Ender Bucket kann ich auch noch einstecken. So. Dann heißt es jetzt 5 Stück weg. Stück hin. Klack, klack. Klack, klack. So. Dann heißt es jetzt B-Haus. B-Haus. Apiary, Apiary. Hier auch noch eine. Wenn ich jetzt dich da rein pflanze und dich da rein pflanze,
So. So, die arbeiten jetzt alle. Schaut gut aus. So, dann brauchen wir jetzt noch Production, Genetic Stabilizer, Lifespan und Automation. Die bauen wir jetzt als nächstes. Bin ich mal gespannt, was mir ausgeht. Ich schätze mal die Bronze. So, also als erstes brauchen wir Automation. Das ist Light Upgrade. Das ist Automation. Davon brauche ich davon. Das heißt, ich brauche jetzt 4 Zinn. Nein, ich brauche 16 Zinn. 8 Redstone. Acht Goldnuggets. 8 Redstone. So, wir bleiben hier. Aber 4 Stück. So, fürs Upgrade bauen Pisten, Bronze Gear. Und aus. So, also Bronze Gear. Sehr schön. Einzigste, was ich habe, war das Bronze Gear. Redstone und ein Piston. Hier und ich habe das Automating Upgrade. Sehr gut. So, dann brauche ich jetzt als nächstes dann Live Dingsbums Upgrade. Das ist der hier. Dafür brauche ich 3 Glas. Für verwendet beider Dingsbums brauche ich was? Zucker und Pilz. Zucker ist nicht das Problem. Ich glaube nur nicht, dass ich noch einen Pilz da habe. Habe ich ein Fußpilz? Den will aber keiner. Dann hätte ich mal gesagt, wir rennen nochmal schnell nach oben. Glaube, ich habe hinten noch. Ist auf jeden Fall, das Feld ist auf jeden Fall da. Ja, ich laufe drauf zu. Geht auch der? Weil den anderen habe ich noch nicht angepflanzt. Das wäre jetzt lustig. Ich werde es gleich sehen. Geht oder nicht geht. Geht nicht. Gemacht habe ich ihn aber, oder? Mir ist alles zuzutrauen, dass ich es auch noch nicht gemacht habe. Ein Red Mushroom? Ich habe den anderen noch nicht gemacht.
Das ist ja erstmal klasse. Gott sei Dank wird es gerade dunkel. So. Ich brauche jetzt für den Mushroom was? Ups. Brauchen Mushroom Spore. Karotten und Potato. So. Muss ja schon mal so weit dunkel machen, dass ich da, dass da hinten auch was spawnt. Da kann man nicht hin. Du kommst raus, du kommst raus. Dahin. So, was habe ich jetzt gesagt? Karotten. Und Potato. Potato. Also. Dann machen wir mal das. Weiß jetzt nur nicht, ob es geht, dass die sich verbreiten. Carrot und Potato. F7. Daumen drücken. Hilft nix. Lalalala. Hoffen wir mal, dass das jetzt passt. Wir gucken noch mal. Brown Mushroom Spore. Schlimmes, ich kann haben, aber ich weiß es nicht. Carrots und Potato. Und natürlich habe ich jetzt zu wenig Erde. Noch Erde. Machen wir den ganzen Mist dazu.
So. Immer noch hellhörig. Light Level ist hier 12. So ist hier Light Level 12. Nämlich rollen oder was? Immer noch Light 12. Es wird nicht dunkel hier drin. Ich bin total stolz auf mich. Aber ich hab gerade was gesehen. Das könnte mir jetzt gerade helfen. So, und zwar das da, das da. Dann das da. Okay, das kriege ich nur übers Züchten. 8 Kakao und 6 Herzen. Der da weg. Hoffe, dass es trotzdem geht. Oder auch nicht. Oh Mann. Wär ja ein Wunder, ne? Dass alles gleich klappen geht. Also, die Pilze kommen hier rein. Kartoffeln auch. Karotten auch. So, dann kommen diese komischen Teile hier hin. Ah, Kartoffeln. Brauche ich dann nochmal Dirt. Das muss ich jetzt da hinten dann doch nochmal einbauen. Und hoffen, dass das jetzt klappt. Hochzüchten kann ich es irgendwann anders auch. Und was habe ich vergessen? Richtig. Kann ich gleich auch die Trophäen endlich mal in den Schrank räumen und mir noch einen Eimer Wasser mitnehmen? Trophäe war hier. Sehr schön. Einen Eimer Wasser. Das mal schön feucht halten. So, habe ich meine. Jawohl, habe ich dabei. Das heißt, wir tauschen. So, danke. Und jetzt guck mal. Nein. Müssen wir erst noch das da machen. Zweimal Karotten. Zweimal Kartoffeln.
Okay. Sogar das verschließe ich jetzt vorne. Wir gehen einen dahin. Zu. Mach mal weg. So, wenn ich jetzt hier drin bin, steht immer noch dort. Okay. Light Level 9. Light Level 11. Ich hoffe, dass es klappt. Nee, das klappt nicht. Aber ich hoffe, dass ich genügend Steine dabei habe. So, und dann machen wir da wieder einen Tausch. Picke raus, das andere rein. So. Wolle. Wir sind bei 9. So. Müssen wir hoffen. So, dann haben wir das da. Und dann mal alles abschlagen nach vorne. Ich muss analysieren. So, das ist der erste. F556 ist der zweite. F666, sehr schön. Dann hoffentlich reichen jetzt diese ganzen Sticks. Wow. Okay, das heißt, ich habe jetzt das da, kommt dahin, dann kommt du dahin. Machen wir dich zu, dann gießen wir. Perfekt. So, dann kommen jetzt die da dahin. Beziehungsweise nein, erstmal wachsen. Cannot grow here. Alles klar. Nee, ist in Ordnung.
Und danke. So, das machen wir dann beim nächsten Mal. Aber der da hinten wächst. Aber ich habe 15 Stück. Das ist ja das, was wir wollten. Wir wollten ja das Spider-Eis. Deswegen diese ganze Aktion hier. So, aber wir räumen auf. Das heißt, du kommst da rein, du kommst da rein. Kommst da rein. Ich hoffe, dass ich jetzt alles weg habe. Schaut fast gut aus. Du kommst dahin. Gut. So, das heißt Spider-Dinger, das da und zweimal Mushroom. Und wir haben die Fermented Spider-Egg. Crafting Table habe ich hier keinen da, aber da drin. So, kriege ich dich rein. Aber wir haben den nächsten. So, dann nehmen wir noch eine Kiste. Die verfrachte ich hier hin. So, was fehlt mir jetzt noch? Production und Genetik. Schauen wir uns wenigstens noch an. Genetik ist 3 Redstone und ein Genetikprozessor. Okay. Und ein das Production? Ja. Das ist wieder Bronze. Ich vermute, dass mir das Bronze ausgeht vorher. So. Bin ich ja mal gespannt. So, ich guck mal schnell, ob ich jetzt noch die 8 Bronze habe. Weil sonst werde ich die bis zum nächsten Mal vorbereiten, falls nicht. So, und das da. Machen wir unseren Stank auf. Dann kommt hier die Pilze rein. Kartoffeln. Wie sieht's, muss ich erstmal hier wegen aufbewahren. Ja, typisch wieder. So, ich brauche. Was habe ich jetzt gesagt? Bei der Genetik brauche ich diesen da. Netherquarz, glaube ich, dürfte ich noch haben. Die Diamanten dürften auch nicht das Problem sein. Enderperle auch nicht. 3. Das heißt, 5 Redstone muss ich noch mitnehmen. In der Zeit, wo das noch schmilzt. Also, ich brauche. Wie viele Diamanten haben wir noch da? Einen. Brauche 4. Brauche Netherquarz, brauche ich 2. Redstone brauche ich 5. Enderperle brauche ich eine. Gut, du kommst in die Mitte. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Nein. Genetikprozessor, Hammer. Das teure Zeug haben wir schon mal. Das will ich hier noch nicht.
So, ich fülle mal die Blöcke gleich ab. Brauche eigentlich 8 Stück, das heißt, mit dir sogar einer reichen, aber ich lasse nochmal einen reinlaufen. Oh, sehr schön. Sehr schön, ich habe sogar noch welche drin gehabt. Räumen wir mal gleich auf. 8 Stück mitnehmen. Dann Hebel an. Hier rein. Danke. Was fehlt mir noch? Ein Roll Jelly fehlt mir. Okay, den kann ich vergessen. Den schaffe ich definitiv nicht, weil dafür brauchen wir erst. Aber Genetic Stabilizer. Dann glaube ich genau der richtige, den wir mal brauchen. Dann legen wir uns schnell mal hin. Muss ich gerade hoffen, dass von den anderen beiden Bienen der mal schnell durch ist. Ups, falsche Richtung. So. Da ist gerade überhaupt nichts so weit fertig. So, ich nehme euch zweimal raus. Das heißt, ich kriege dich da rein. So, dann brauche ich mal schnell noch mal eine Biene. Und Bierleise muss ich mir dann auch noch bauen, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Aber ich will wenigstens eine probieren. Bist du eine Pristine? Nee, du bist eine Noble. Das ist eine Pristine. So. Heißt, du kommst rein. Und du kommst rein. Die müsste jetzt eigentlich viel schneller raufgehen. So. Ja, normalerweise kommen ja immer so 1-2%. Ja, 5. Okay. Ja, jetzt könnte man sogar hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt ein Apiary, wo ich jetzt davon 4 Stück reinhauen, dann geht es viel schneller. Aber die lassen wir jetzt ganz normal laufen. Das war jetzt auch der Sinn und Zweck. Wie gesagt, 33% geht es jetzt schneller, stirbt sie schneller. Aber das ist ja das, was man auch beim Züchten haben will. Ja. Und genau. Dann mache ich mir jetzt auch noch schön brav eine Notiz dazu.
Den Genetic Stabilizer, den will ich nämlich erst beim nächsten Mal haben, aber da brauche ich auch einen Bierleiser und ich muss meinen ersten Honig machen, dass wir dann mal sehen, ob wir eine Common haben. Beziehungsweise ich brauche ja zwei. Ich brauche eine Princess und eine Drone. Das heißt, ich muss die zweimal durchlaufen lassen. Machen wir aber beim nächsten Mal. Wenn ihr Anregungen oder sonstiges habt, bitte damit in die Kommentare und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.